Hallo und herzlich willkommen. Heute eine verdammte Vorstellung, und zwar der Melo 3 in seiner normalen Größe. Es gibt ja den kleinen, den Mini, und das hier ist die große Version, und das schauen wir uns jetzt alles mal im Detail an. In dieser Verpackung wird der eLeaf Melo 3 geliefert. Einmal die Abbildung vom Gerät, hinten den Lieferumfang, ein bisschen Marketingtext. Im Lieferumfang selber dann eine Multisprachen-Bedienungsanleitung. Sprich, wie wird das Ganze benutzt, ein paar technische Daten und Hinweise. Ihr bekommt neben den eingebauten Dichtungsringen einen Satz in rosa und in weiß. Das heißt, ihr könnt das tauschen, wenn ihr eure Farbwahl verändern wollt. Und dann bekommt ihr zwei Verdampferköpfe mit im Lieferumfang, einen 0,3er und einen 0,5er. Beide lassen sich natürlich unabhängig voneinander betreiben. Und ich hatte auch schon mal ein anderes Video gemacht. Diese Verdampferköpfe haben echt einen geilen Geschmack. Also da gibt es gar nichts. Da hat sich eLeaf nichts Falsches geleistet. Kann man durchaus empfehlen. Und dann logischerweise den Verdampfer selber. Es gibt ihn, wie gesagt, in der Mini-Version mit 2 ml. Und das hier ist die normale Version. Die hat dann 4 ml Tankvolumen. Der Tank ist aus Edelstahl. Das hier ist Pyrex-Glas. Ihr könnt das Strip-Tip abnehmen. Ihr könnt es austauschen gegen einen Standard 510er eurer Wahl. Und es ist ein Top-Filler. Das heißt, ihr dreht einfach hier die Top-Cap ab. Und dann gebt ihr das Liquid hier an den Seiten einfach rein. Nicht in die Mitte, weil das ist, was zum Verdampfer dann führt. Und ja, den Tank könnt ihr dann noch weiter auseinanderlegen. Wir schrauben mal hier die Base ab. Hier wird dann in die Base der Verdampferkopf eingeschraubt und hier sieht man auch die versteckte Airflow, die nicht ganz so offensichtlich ist. Also man sieht es hier, wenn das zu ist, dann sieht man hier nur eine Rille und durch Drehen kann man die Airflow dann einstellen nach seinen Wünschen. Und wie gesagt, die Dichtungsringe könnt ihr auch austauschen, wenn ihr das dann wünscht. Reinigen lässt sich das Gerät dann logischerweise auch sehr einfach. So, Verdampferkopf einschrauben ist relativ einfach. Einfach nehmen, drehen, bis er gut sitzt, handfest. Und jetzt empfiehlt sich, das Ganze vorzubefeuchten. Das heißt, hier schon ein bisschen Liquid auf die Watte zu geben und auch außen herum. Das sorgt dafür, dass der Coil sich schneller mit Liquid voll saugt. Das ist nämlich dann zu empfehlen, wenn speziell der Coil ganz frisch ist, dass man dem einfach ein bisschen Starthilfe gibt. Dann muss man, wenn man den Tank befüllt hat, nicht so lange warten. Einfach schon mal ein bisschen Liquid überall drauf geben. So. Und dann stecken wir das Ganze drauf und befüllen den Rest. Das reicht. Ich mache den jetzt nicht ganz voll. So, und jetzt ein paar Minuten stehen lassen und dann könnt ihr den dampfen. So, jetzt habt ihr ihn gesehen, den Melo 3. Ein einfaches System. Ohne Schickimicki, mit einem tollen Geschmack. Also auch der kleine Mini, die Mini-Version davon, die ich mit der Pico ja bekommen habe, auch von eLeaf, funktioniert prächtig. Und der große bietet einfach noch ein bisschen mehr, nämlich das Doppelte an Tankvolumen, 4 ml. Dampfen tut er wunderbar. Ich bin jetzt hier bei 39 Watt. Nichts zu meckern an dem Verdampfer. Gefällt mir, und wer es dann noch farblich passend zu seinem Gerät anpassen will, wie gesagt, der verwendet einfach die anderen Dichtungsringe oder um einen Farbakzent zu geben. Je nachdem, ist dann euch überlassen. Ja, das war der Melo 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis demnächst. Ciao.